There's never fuss or a pie, and only you can save me then. No, I don't want you for the night. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass ihr einen wunderschönen Tag habt. Und zwar habe ich euch vor, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, ich glaube so 2-3 Wochen mal gefragt, ob ihr ein What's in My Bag Video sehen wollt. Und sehr viele haben mit Ja geantwortet, deswegen dachte ich mir, mache ich das heute, weil ich wollte unbedingt ein Video drehen und alles ist schief gelaufen. Ich wollte so viele Sachen drehen, aber das Licht ist einfach nicht dafür gemacht. Und deswegen filme ich auch heute jetzt mit meiner Softbox und also mit meinen Softboxen. Und deswegen sehe ich so weiß aus und ich mag das nicht so gern, weil meine Haare sehen dann immer so mega komisch aus, so dunkel. Und ich sehe dann immer so blass aus und deswegen mag ich das eigentlich nicht so gerne. Aber wir müssen damit jetzt einfach leben. Und ich würde sagen, ich fange gleich mal an, weil meine Intros sind immer viel zu lang. Entschuldigt das übrigens. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und zwar gibt es heute ein Video zu dieser Tasche, beziehungsweise heute gibt es ein What's in My Bag Video. Und ihr seht, die geht nicht mehr so ganz zu, aber das ist halt jetzt, weil ich halt wirklich recht viele Sachen drin habe. Meistens geht die aber doch zu. Ich trage oft nicht alles mit, was da jetzt drinnen ist, sondern halt nur ein paar Sachen oder manche Sachen brauche ich dann halt einfach auch nicht. Und das war jetzt gerade ein bisschen confusing. Ich habe euch die schon öfters gezeigt, allerdings besitze ich halt einfach nicht so viele Taschen und deswegen, ja, habe ich halt immer die gleiche Tasche zum Herzeigen, beziehungsweise immer fast die gleiche. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mal an, was da so drinnen ist. Ihr seht, da sind einige Sachen drinnen und ich würde sagen, ich fange da jetzt einfach mal so irgendwie an. Und zwar seht ihr das vielleicht, aber die hat eigentlich nur ein Fach. Also es gibt hier zwar ein Fach, beziehungsweise hier gibt es 2 Fächer und hinten auch nochmal eins. Aber die sind einfach so dünn, dass ich da nur noch mein Handy hinten reingebe. Falls ihr das jetzt gesehen habt, da ist immer hier mein Handy drinnen. Wenn ich es nicht in meiner Hosentasche, Jackentasche oder so habe, ist hier mein Handy drin. Aber sonst gebe ich da halt nichts rein, weil die Tasche sonst nicht zugeht. Ist ein bisschen unpraktisch, aber ich mag die Tasche einfach sehr gerne, weil sie mich an die Chloe Fay Bag erinnert. Und ich mag die sehr gerne und ich finde die sehr schön. Und ich wünschte, ich hätte diese Tasche, aber die ist so ziemlich unbezahlbar und ich werde niemals dieses Geld haben, um mir die zu kaufen. Deswegen bleibe ich dann doch ganz gerne bei dieser Tasche. Und zwar habe ich als erstes einmal meine Brille dabei. Die ist in diesem wunderschönen Brillenetui. Ich mag das voll gerne. Das hat meine Mama einmal gehabt. Dann habe ich das von ihr bekommen. In meinem Brillenetui, das habe ich übrigens bei einem Optiker gekauft, ist einfach meine Brille, die gerade ein bisschen trocken. Schmutzig ist, nicht trocken, schmutzig. Oh mein Gott. Wow, ich sehe ja wieder. Meine Brille habe ich nicht immer mit, aber doch recht oft, weil ich nicht so toll sehe ohne Brille. Also wirklich in den letzten Monaten ist sind meine Augen extrem schlecht geworden. Aber was ich wirklich immer dabei habe, ist natürlich mein Portemonnaie. Ich finde, das passt so farblich voll gut mit dieser Tasche zusammen. Und zwar habe ich das zu Weihnachten bekommen. Das ist von Ashley geschrieben. Mit Doppel... Natürlich fällt alles runter. Und zwar ist das von der Marke Ashley, keine Ahnung. Ich kenne die Marke nicht, aber ich mag das sehr gerne, mit Doppel-E übrigens geschrieben. Ich mag das sehr gerne und ja, da ist dann sogar jetzt ein bisschen Geld drinnen, weil ich ja in Hamburg war und da steckt halt noch Geld drin. Was habe ich in meinem Portemonnaie? Also hier ist jetzt zum Beispiel die Fahrkarte, die Wochenkarte von Hamburg drinnen. Aber sonst ist da noch zum Beispiel jetzt meine E-Card, dann mein Schülerausweis. Dann habe ich hier noch einen Thalia-Gutschein, das wusste ich gar nicht. Thalia-Gutschein, den ich glaube ich auch zum Geburtstag oder so bekommen habe. Und dann ist dann auch noch mein Top-Jugend-Kit. Ich kann nicht mehr reden. Und dann ist auch noch mein Top-Jugend-Ticket dabei. Das ist einfach bei uns in Österreich so ein Ticket für 60 Euro für alle Schüler. Ich glaube, für alle Schüler. Oder? Ja, ich glaube, das gibt nur für Schüler. Und für 60 Euro kann man dann halt in Wien, Niederösterreich und im Burgenland damit herumfahren. Und das ist sehr praktisch. Und sonst ist da eigentlich auch nicht mehr drin. Und dann habe ich Kopfhörer, weil wie gesagt, ich habe hier hinten immer mein Handy drinnen. Und zu einem Handy gehören Kopfhörer. Ich habe ja das iPhone 6 und ich bin mit dem
sehr zufrieden. Ich habe auch vor, ich glaube, 2, 3 Monaten einen What's My Phone Tag gemacht. Den kann ich euch gerne in der Infobox verlinken. Also eigentlich hat sich nichts an meinem Handy verändert, außer der Hintergrund, den ihr jetzt gerade nicht seht, weil da ganz viele Nachrichten sind. Die sind von Sony, glaube ich. Weil ich habe ja mein Handy gebraucht gekauft, deswegen gab es dazu keine Kopfhörer, weil das ja irgendwie unhygienisch wäre. Das mag ich auch nicht so gerne, von anderen Leuten Kopfhörer zu kaufen oder auszuborgen. Das finde ich irgendwie nicht so toll. Und deswegen habe ich da einfach welche von Sony. Ich glaube, die kosten 15 Euro oder so und ich mag die sehr, sehr gerne. Und jetzt kommen wir noch zu diesen ganzen Beauty-Artikeln, die ich da drinnen habe. Also Beauty-Sachen. Ich bin kein Mensch, der so Concealer, Puder, Mascara und das alles mitnimmt, weil ich weiß, ich benutze es nicht unter Tag. Das war dann halt unnötig. Was ich allerdings wirklich fast immer mitnehme oder eigentlich so gut wie immer, Handcreme, weil meine Hände werden sehr, sehr schnell trocken, vor allem halt jetzt noch im Winter, auch wenn es jetzt nicht mehr Winter ist, war es trotzdem kalt die letzten Tage und deswegen brauche ich Handcreme. Das ist jetzt eine Marke, die es in Österreich, Deutschland, was auch immer, nicht gibt. Also die gibt es nur in den USA, glaube ich. Und zwar heißt die Bodycology und wie gesagt, die gibt es bei uns nicht, aber ich mag die sehr gerne, weil die mega gut riecht. Und dazu habe ich auch noch immer einen Lippenbalsam mit. Und zwar meinen Liebsten von BB Young Care. Das ist der Classic. Ich mag den einfach mega gerne, weil der so ein extrem angenehmes Gefühl einfach auf den Lippen hinterlässt. Also das ist ein bisschen komisch. Meine Lippen vertragen nämlich nicht jeden Lippenbalsam oder Labello oder so. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber vor ein paar Jahren war es noch so, dass ich wirklich da aufpassen musste, weil meine Lippen schon sonst so gekribbelt haben. Also ich kann es nicht beschreiben, aber es war sehr unangenehm. Und der wirkt wirklich bei mir, also der pflegt wirklich und trocknet nicht noch aus, weil das hatte ich auch schon öfters. Ich mag den einfach sehr gerne. Und dann auch noch einen Hand Sanitizer, weil ich einfach davon mega viel habe. Also mittlerweile gar nicht mehr so viel, aber ich habe da einfach mal so wirklich extrem viele geschenkt bekommen. Ich glaube irgendwie so, ich weiß nicht, 12 oder so geschenkt bekommen. Und die nutzen sich halt einfach nicht ab, weil die sehr, sehr langgiebig sind. Ist das ein Wort? Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Wie nennt man das? Langgiebig? Gibt es dieses Wort? Auf jeden Fall kann man den einfach mega lang verwenden und der riecht sehr, sehr gut und erinnert mich gut. Ich mag die von Bath & Body Works einfach sehr gerne, weil die, wie gesagt, sehr intens sind, sehr stark eigentlich schon fast. Also ja, sie sind stark und wie gesagt, sehr langhaltend, deswegen mag ich das sehr gerne. Und in letzter Zeit gewöhne ich mir auch immer an, ein Haargummi mitzunehmen, denn ich finde das einfach sehr praktisch und ich finde, es gibt nichts Ärgerlicheres, als irgendwo unterwegs zu sein und man hat sein Haargummi vergessen, verloren, was auch immer. Ich persönlich verliere meine Haargummis wirklich fast nie. Also ich bin da irgendwie so ein Weltwunder, weil alle meine Freundinnen verlieren die immer total oft und ich habe halt das gleiche für mehrere Monate. Ist das komisch? Aber irgendwie, das ist halt bei mir so. Aber ich habe das halt immer so um mein Handgelenk und dann verlege ich das eigentlich auch nicht. Allerdings verlege ich das zu Hause immer total oft, wenn ich mir meine Haare kämme oder so. Lege ich das mal dorthin, lege ich das dorthin und dann finde ich es irgendwie nicht. Deswegen nehme ich halt immer eins mit, damit ich immer eins dabei habe. Und das sind, glaube ich, einfach welche von Primark, DM, was auch immer. Habe ich da immer auch noch ein Aspirin mit, aber das mache ich in letzter Zeit relativ oft, weil ich einfach recht oft Kopfweh habe und dann ist das einfach praktisch, weil ich ein Aspirin dabei habe. Und ja, das ist einfach Aspirin plus C. Und das sind solche Brausetabletten, wer das nicht kennt. Und dann habe ich auch noch so, das habe ich mir so extra zurechtgeschnitten, das ist mega klein ist, weil ich ein schlauer Fuchs bin und deswegen mache ich das. Ich bin ein bisschen komisch, ich weiß. Habe ich erstmal so Emsa-Pastillen, das sind einfach Halstabletten. Das nehme ich jetzt natürlich nicht immer mit, aber halt, wenn ich weiß, dass ich Halsweh bekommen könnte oder halt, wenn ich die letzten Tage schon ein bisschen krank war, so wie es bei mir der Fall war vor ein paar Tagen. Und dann habe ich auch immer noch so Bauchweh-Tabletten. Bei mir ist es halt oft so, wenn ich zu schnell esse, dass ich dann halt Bauchweh bekomme und das, okay, jetzt fällt es mir runter, aber das hilft dabei einfach, dass die Verdauung wieder irgendwie beruhigt wird oder so und deswegen nehme ich das auch immer ganz gerne mit, weil die halt auch total klein sind und deswegen, ja, kann man davon nie genug haben. Seht es euch an, es ist nichts mehr drinnen, das war's mit dem Video und ich hoffe einfach sehr, dass ihr etwas mit dem Video anfangen konntet. Ich weiß, es waren jetzt nicht solche Special-Dinge drin oder so, weil ich wollte es einfach sehr real halten, weil, wie gesagt, ich nehme nicht mal immer alles mit, dass alle, oh, meinen Schlüssel habe ich vergessen, meinen Schlüssel nehme ich auch immer mit, aber was ich sagen wollte, ich nehme nicht immer alles mit, also wenn ich weiß, okay, ich gehe jetzt nur kurz zum Billa oder zum Spar, dann nehme ich natürlich nur Schlüssel, Handy, Geldbörse mit, aber wenn ich halt
irgendwo hinfahre, wenn ich einkaufen gehe oder was auch immer, dann nehme ich halt diese Sachen mit. Und ich wollte einfach nur kurz sagen, dass ich halt je nachdem, wo ich hingehe, auch die Sachen variiere. Also wenn ich weiß, ich brauche meine Brille nicht, dann nehme ich meine Brille nicht mit. Wenn ich aber ins Kino gehe, dann nehme ich meine Brille mit. So wisst ihr, was ich meine. Also ich finde, das variiert vollkommen. Und Geld brauche ich auch nicht immer mit. Dann gebe ich halt nur mein Top-Jugend-Ticket ist das Wort. Dann gebe ich mein Ticket einfach raus für die Bahn. Und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und auch wenn es nur so ein Laber-Video war, ich mag solche Laber-Videos eigentlich ganz gerne. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, dass ich euch mega, mega lieb habe. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!